es so rätselhaft? Hier ist das Wollen, hier ist die Kraft. Was wollen will, die Kraft ist bereit, und daneben die schöne lange Zeit. So sieht doch hin, wo die gute Welt zusammenhält. Sieht hin, wo sie auseinanderfällt.
Ja, es ist das beladenste aller Menschenworte. Keins ist so besudelt, so zerfetzt worden. Gerade deshalb darf ich nicht darauf verzichten. Die Geschlechter der Menschen haben die Last ihres geängstigten Lebens auf dieses Wort gewälzt und es zu Boden gedrückt. Es liegt im Staub und trägt ihre aller Last. Gott, wo fände ich ein Wort, das ihm gliche, um das Höchste zu bezeichnen? Nehme ich den reinsten, funkelndsten Begriff aus der innersten Schatzkammer der Philosophie, ich könnte damit doch nur ein unverbindliches Gedankenbild einfangen. Nicht aber die Gegenwart dessen, den ich meine, dessen, den die Geschlechter der Menschen mit ihrem ungeheuren Leben und Sterben verirrt und erniedrigt haben. Ja, den die höllengepeinigten himmelstürmenden Geschlechter des Menschen meine. Wir müssen die achten, die es verpönen, weil sie sich gegen das Unrecht und den Unfug auflehnen, die sich so gern auf die Ermächtigung durch Gott berufen. Aber wir dürfen es nicht preisgeben. Wie gut lässt es sich verstehen, dass manche vorschlagen, eine Zeit über die letzten Dinge zu schweigen, damit die missbrauchten Worte erlöst werden. Aber so sind sie nicht zu erlösen. Wir können das Wort Gott nicht reinwaschen und wir können es nicht ganz machen. Können es befleckt und zerfetzt, wie es ist, vom Boden aufheben und aufrichten über eine Stunde großer Sorge. Oh,
Gottesdienst partizipiert, müsste deutlich werden können, dass er in eine Prozession des Gotteslobs eingereiht ist, die aus den Tiefen der Jahrhunderte von Abel bis Abraham hier kommt. Die Kraft der Liturgie liegt darin, dass sie Gedächtnis ist. Sie soll als geschichtliche Tiefe nicht nur besitzen, sie muss sie auch ins Zeichen und ins Wort bringen, damit sie identisch wird und Leben hervorbringt. Solcher Weise ein psychophysisches Inventar
Dortes ist der Orient, dortes ist der Okzident, Nord- und südliches Gelände ruht im Frieden seiner Hände. Ob ich irdisches denk und sinne, das gereicht zu höheren Gewinne, mit dem Staube, nicht das Geister oben, dringe in sich selbst gedrängt nach oben. Drängt dieses erfrischt so wunderbar, ist das Leben gemischt. Du danke Gott, wenn er dich presst, und dank ihm, wenn er dich wieder entlässt. Der Glaube an Gott ist der, der erkennt, dass er nicht wissen kann, was Gott ist und was er will. Und einen Sohn gebären, ist
eines Getümmels von Stämmen, die belicht sich, Könige fahren von dir aus, segnen will ich Sarah, dass sie zu Stämmen werde, Könige von Völkern, sollen wir aus dir. Abraham fiel auf sein Antlitz und lachte und sprach in seinem Herzen, einem 100-jährigen soll geboren werden, und Sarah soll als 90-jährige gebären. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen? Sintemal ich von keinem Mann weiß. Mit Yitzhak will ich meinen Bund errichten, zum Weltzeitpunkt für seinen Samen nach ihm. Der Barmherzigkeit und hebt seinen Diener, Israel, auf ihr gerät Gott von den Welten, Abraham und seinem Samen nach ihm. Beschnitt Yitzhak seinen Sohn zu ertragen, mit Kraft in der Toten hatte, und Abraham für den Namen seines Sohnes Yitzhak, er lacht. Das Kind wuchs groß und wurde entwöhnt, und Abraham macht ein großes Trinkmahl, am Tag der Yitzhak entwöhnt wurde. Da die Tage der Reinigung nach dem Gesetz Musik kommen, brachten sie ihn nach Jerusalem und in den Tempel. Thank you.
Das Feuer und die Hölzer, wo aber ist das Lamm zur Darbietung? Abraham sprach, ob er sieht sich das Lamm zur Darbietung? Mein Sohn, zu oberster Hölzer. Die aber vorüber gingen und
Abraham streckte seine Hand aus, er nahm das Messer, seinen Sohn hinzumetzen. Hast du mir deinen Sohn, deinen einzigen? Abraham hob seine Augen und sah, da ein Witter hatte sich dahinter im Gestrüpp mit den Hörnern verfangen. Abraham ging hin, er nahm den Witter und hüte ihn zur Darhöhung anstatt seines Sohns. Ein zweites Mal vom Himmel er zu uns sprach, bei mir schwüre ich sein Erlauten. Ja, weil du dieses getan hast, hast deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten. Segne, ja, segne ich dich, mehren will ich dich, deinen Samen wie die Sterne am Himmel und wie der Sand der Ufer des Meeres ist. Segnen sollen einander mit deinem Samen alle Stämme der Erde, dem zufolge, dass du auf meine Stimme gehört hast. Sie machten sich auf und gingen zusammen nach Beersheba. Und die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach: Ali, Ali, Lama Sabachthani.
schauert vor ihm allersame Israel. Die Gebeugtheit des Gebeugten hat sein Antlitz vor ihm nicht versteckt, hat den Löwen ihr zu ihm gestellt hat. Erzählt wird von meinem Herrn, dem Geschlecht. Die kommen, die melden seine Bewährung dem nachgeborenen Volk. Christi und die Christliche Rede.
dem Wiesen und ihn selbst als solchen zu einem Gegenstande ihrer Verwirrung macht. Die beide diese wahrscheinlich, dass jene, nämlich die Religion Christi, ganz anders in den Evangelisten enthalten ist als die christliche. Die Christlichung Christi ist mit den klarsten und deutlichsten Worten der Bibel enthalten. Die christliche hingegen so ungewiss und vieldeutig, dass es mir nicht eine einzige Stelle gibt, mit welcher zwei Menschen, solange als die Welt steht, den nämlichen Gedanken verbunden haben. Dreiunddreißig geboren wäre auf deutschem Gebiet, wäre ihr inmitten vieler ins KZ gegangen. Im Jahr 36 müsste er durch das Gitter schauen, und über seinem Herz trüge ihr einen gelben Fleck. Aber im Jahre 40 bliebe ihr dort, wo jetzt blicke. Ihr käme in der Früh und vielleicht am Abend in diese dichte Kammer von Auschwitz, voll vom Gas. Der Fels wird morsch, dem ich entspringe, und meine Gotteslieder singe, und Riesen ergang singen. Allein der kleine Gestein in mir zu.
verbranntem Haar. Dort verkauft in Gestalt eines Kopfes mit Augen, die Feuer schrien, ist später viel Staub auf die Blumen. Dort verkauft in Gestalt einer Mutter, ist das Unerhörte. Gott, der souveräne Herr des Himmels und der Erde, bettelt um unsere Liebe. Aber der allmächtige Vater ist ohnmächtig, solange wir nicht aus freiem Herzen auf seine zuvorkommende Liebe antworten. Denn Liebe ohne Freiheit bleibt ein hölzernes Eisen. Diese Ohnmacht der Liebe empfinden wir heute als Schweigen Gottes. Oder vielleicht besser als Diskretion Gottes. Gott ist diskret, bisweilen gar beängstigend diskret. Gott hat in seiner diskreten Liebe genug Licht an seine Zeichen gesetzt, sodass er von denen gefunden werden kann, die ihn suchen wollen. Gott nimmt uns ernst. Er ist diskret, weil er liebt. Das ist göttliche Delikatesse. Gott leidet, solange seine Liebe nicht verstanden wird. Jesu, Tod, zeig die Himmel des
13 Menschen bei dem Versuch gestorben, illegal nach Deutschland zu gelangen. 92 Menschen haben sich angesichts drohender Abschiebung oder aus Protest dagegen getötet. 10 Flüchtlinge sind durch Polizeigewalt gestorben. 13 sind nach der Abschiebung im Herrenzündungsleben gekommen. 5 während der Abschiebung. Eine schwere Wolke auf dem Berg und ein überaus scharfer Verschartum. Während der Schofart und immer fort fuhr und immer stärker wurde, sprach Mosche, und Gott antwortete ihm laut. Und das ganze Volk sah und bebte und stand von fern. Thank you.
sie es sehen und hören, wenn man ihn nicht so verstößt. Es kommen die in dem Land so verlorenen, die verscheuchten und am Pizarren und werfen sich dort nieder auf dem heiligen Berg in Jerusalem. Und Gott erscheint über ihnen und wie der Blitz geht ein Pfeil hinaus und mein Herr, Gott, dem Recht liebe Übende, stößt in den Schofar, schreitet voran in den Stürmen des Südens. Sein und
von Bindung und Kreuzigung reizen zur Suche nach der Frage, auf die wir die Antwort sind. Die Erinnerung muss wach gehalten werden.